Was? Herzlich willkommen zur Sind nächsten das Fireflies? Runde. Deckung! Heute spielen Was sind wir das für Typen? Last of Us. Alle sofort der Joel! Ja. Lass uns überraschen. Leg den Arm um mich! Ahnung. Ich habe noch nie Let's Play dazu gesehen. Irgendwas. Ich bin gespannt. Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Scheiße! Joel! Hier! Steh auf, steh auf, steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh schon auf! Joel! Ich empfehle euch vielleicht, das erst zu gucken, wenn ihr die Hauptstory geguckt habt oder gespielt habt. Weil sonst ist es ein bisschen verwirrend. Weil das gerade war ja schon zum Ende des ersten Teils sozusagen fast, ne? Riley? Au, voll auf die Hüfte. Was soll das? Ich dachte, ich werde gebissen. Ich weiß. Das war echt witzig. Du bringst mich jetzt nicht um, oder? Ich hab dich lange nicht gesehen. Ich weiß nicht mal, wie lange. 45 Tage? Ja. 46 eigentlich. Willst du wissen, wo ich so war? Die ganze Zeit über dachte ich, du wärst tot. Ja. Hier. Schau mal. Das gibt's nicht. Immer noch allein hier? Ich musste 3 Jahre unter Liz schlafen und du weißt, sie riecht verdammt übel. Du bist ein Firefly. Du hast das immer noch. Was? Was machst du da? Ich will nicht mit einem Firefly im Zimmer erwischt werden. Ganz ruhig. Da sind weit und breit keine Soldaten. Hier, Glückwunsch. Hey. Ist alles gut? Ob alles gut ist? Ich bin verschwunden und du bist sauer. Tja. Und ich schulde dir eine Erklärung. Lass uns abhauen und ich erzähl dir alles. Es ist fast morgen. Und ich hab Kampftraining. Du weißt schon, wir lernen Fireflies zu töten. Zieh das an und lass uns gehen. Ich bin so dumm. Na komm schon. Sind wir schon mal in Schwierigkeiten geraten? Mist! Komm schon, na los! Ich dreh dich auf die Seite. Oh nein. Dass er das überlebt hat, ohne Mist. Das Problem ist ja, wenn ihr euch das jetzt reinzieht und ihr kennt die Hauptstory nicht, dann ist das hier voller harter Spoiler. Und leider kann ich mich auch nicht zurückreißen. Zurücknehmen. Sondern ich muss mit Spoilern. Das sollte uns Zeit geben. Gerade war die ihre Freundin. Ich suche was, um das zu nähen. Okay? Wenn ihr in der Playlist die letzte Folge seht, dann Kellis, hört ihr die kleine Geschichte. Pass auf ihn auf! Oder ihr seht sie bestimmt gleich noch. Ich bin bald zurück. Versprochen. Aber das finde ich echt cool, dass sie das nochmal so gemacht haben. Oh, ganz so. Das war geschafft. Okay. Wo zur Hölle muss ich hin?
Messer. Okay. Oh, Mist. Westen Apotheke. Das klingt doch gut. Und die Dose da gelassen? Oh Mann. Irgendwas? Irgendwas? Nichts. Hier hat doch schon was geleuchtet. Natürlich. Alles ausgeräumt. Schon. Ein Verbandskasten. Wie zum Teufel komme ich da rein? Schönes. Der Apotheker. Vielleicht hat er den Schlüssel. Ziemlich schwer getroffen, er ist bewusstlos, habe ihn im American Princess Laden nebenan eingesperrt. Okay. American Princess. Ah ja. 35 rechts, 30 links, 31 rechts. Funktioniert. Mist. Sporen. Wenn du die Absicht hast, mich anzufallen, dann mach's doch einfach. Alter. Das muss ja mega mutiert sein. Lebt doch 100 Pro. Schön liegen bleiben. Nichts. Schlüssel. Okay. Oh, Mist! Gott verdammt! Okay. Schlüssel. Apotheke. Los geht's. Was auch sonst. Oh. Ein Militärhubschrauber. Da muss irgendwas drin sein.
geht nicht. Geh zu tief runter. Da sind wir nicht lang. Oh, Nagellack Collection. Naja, das ist noch nichts für dich mit 14. Halt. Hier muss reichen. Los geht's. Schnell. Hier rauf. Das war knapp, was? Du warst schnell. Nicht schlecht. Danke. Na, komm jetzt. Weiter geht's. Wie hast du sie gefunden? Fireflies? Genau. Erinnerst du dich an den Firefly, den du gebissen und beklaut hast? Ja, ich erinnere mich. Das ist Trevor. Ich habe ihn auf der Straße gesehen und bin ihm gefolgt. Bis in diese Gasse und alle Fireflies lauerten mir auf. Sie nahmen mich mit in ihr Versteck. Zu Marlene. Hattest du Angst? Schreckliche Angst. Ich dachte, jetzt würde sie mich erledigen. Aber stattdessen sagte sie nur, das hat gedauert. Sie hat mich erwartet. Und sie machte aus dir ein Firefly? Sowas in der Art. Diese ganze Angstmacherei war ein Test. Sie wollte wissen, ob mich jemand beauftragt hatte. Oh. Ach. Hast du das Licht schon gefunden? Oh, haha. Oh, tut mir leid. Ich wollte niemanden beleidigen. Und jetzt? Glaubst du jetzt an das Ganze? Ich weiß nur, dass ich keine Soldatin bin. Von wegen 30 Tage. Die Leute infizieren sich am laufenden Band. Vorsicht, nass. Hey, tja. Vielleicht sollte ich auch ein Firefly werden. Ach, sehr gut. So. Das habe ich Marlene auch gefragt. Sie will, dass du sicher bist in dieser blöden Schule. Soll dich ja nicht mehr sehen. Was geht sie das an? Sie hat Angst, dass ich dir Probleme mache. Ah! Hier, Riley. Ich habe eine Überraschung für dich. Was? Ist es ein Dinosaurier? Vielleicht. Wenn es einer ist, mag ich dich wieder. Warte es doch einfach ab. Die hatte ich übrigens wieder. Die Wasserpistolen? Ach was, der aufgeblasene Arsch hat sie zurückgegeben? Natürlich nicht. Ich habe mich reingeschlichen. Riley, ich hatte sie schon. Ich kann nicht glauben, dass Winston weg ist. Du weißt es? Ja. Weißt du, was passiert ist? Sie sagen, er ist vom Pferd gefallen. Herzinfarkt oder so. Nein. Ja.
Bitte, wie viele Leute sterben hier schon einen natürlichen Tod? Ich kenne keinen. Genau. Mal sehen, was noch da ist. Ernsthaft? So. Wo die auch alleine rumrennen, ne? Ellie, hilf mir mal. Hey, Riley. Ich helfe dir hier oben rüber. Vielleicht kriegst du sie von innen auf. Gute Idee. Riley? Blödi, das war schon das zweite Mal. Blödi. Wieso waren wir früher noch nie hier? Ich habe die perfekte Maske für dich. Riley. Perfekt. Sieh's dir an. Ist das ein Wolfsmensch oder sowas? Setz sie auf. Ja, voll krass. Brüll mal. Sind die Damen. Mann, schau dir mal das ganze Zeug an. Gibt's hier noch was? Oh, ein Dreifer Phönix. Wie sehe ich aus? Entzückend. Herzlichsten Dank, mein Täubchen. Sowas kauft jemand? Ist mir zu hoch. Gar nicht gecheckt. Wow. Das war blöd. Das, habt ihr gehört? Jetzt doch gerade. Diese Masken sind sogar noch cooler. Zombie-mäßig Was? Ich stehe voll auf Vampire. Ich bin Graf Dracula. Eigentlich heißt es Gräfin. Ich bin Gräfin Dracula. Ja. Kannst du ja immer wieder rausgehen. Mehr Vampire. Ich bin wohl in Mode.
Wahrheitsschädel. Stell ihm eine Frage, wenn du dich traust. Okay. Werden wir heute sterben? Nicht. So ein Quatsch. Du musst ihn umdrehen, du Genie. Oh. Das ist höchst unwahrscheinlich. Ah. So ein Trost. Werde ich wieder Auto fahren? Ich fühl's in meinen Knochen. Okay. So, wir machen jetzt mal einen kurzen Break. Die erste Folge soweit fertig. Schauen wir mal, ob wir hier jemals wieder aus diesem Raum rauskommen. Krass.